Zusammen. Ihr sehen könnt hier immer eine ganz neue Location. Versuche auch immer ein bisschen eine Abwechslung hier reinzubringen. Und ja, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir den oder das Sprühwachs von Rot-Weiß testen. Und das machen wir zusammen mit dem Dodo Juice Buffing Towel. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie sich dieses Zeug auf dem Lack verhalten wird. Also legen wir los. So, schauen wir uns mal an, was hier so als Hinweis und Anwendung draufgeschrieben ist. Wir haben hier bei der Anwendung Sprühwachs auf die saubere Oberfläche aufsprühen. Ist ganz klar, der Wagen muss natürlich glatt und sauber sein. Das ist der Fall, den habe ich gewaschen. Und mit einem weichen Tuch gleichmäßig verteilen und mit einem rot-weißen Mikrofasertuch oder aber einem anderen, habe ich jetzt hier halt ein anderes dabei, abpolieren, nicht antrocknen lassen. Genau, das ist ein sehr, sehr schöner Vorteil bei diesem Sprühwachs hier von Rot-Weiß. Die kristallklare Zusammensetzung hinterlässt keine weißen Rückstände auf schwarzen Kunststoffteilen. Das werden wir mal ausprobieren, da bin ich gespannt. Es entsteht ein glänzender, lang anhaltender Schutzfilm. Vorsicht, keine Anwendung auf der Windschutzscheibe oder Anwendung auf Windschutzscheiben unter Vorbehalt. Also, wir schütteln die Flasche, machen die Öffnung auf und zack. Durch den Wind geht natürlich jetzt hier ein bisschen verloren, deswegen halte ich mir das Tuch dahin und lasse das einen Moment einwirken und danach kann ich das schon verteilen. Und das ist richtig weich, also es liegt natürlich auch mit am Tuch. Das lässt sich sehr, sehr gut auf den Lack verteilen. War schon ein bisschen zu viel gesprüht, jetzt nehme ich nochmal eine andere Stelle des Tuchs, um abzuziehen. Und ja, also da kommt auf jeden Fall schon ein bisschen was Glanz raus jetzt hier in dem Bereich. Ich hoffe, dass ihr es durch die Sonne auch sehen könnt. Nehmen wir nochmal eine nächste Stelle. Na, hier das gleiche Prinzip wieder. Hallo. Guten Tag. Die Fußgänger. Hier geht es los. So, und also das lässt sich echt ganz sanft verteilen und auf den Lack auftragen. Gefällt mir richtig gut. Und ihr seht, wir sind ja quasi hier in der strahlenden Sonne, ist übertrieben, aber in der Sonne. Und dennoch habe ich hier keine Wasserschlieren für ein bisschen Überstände, die hier sind. Also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, damit mache ich jetzt mal den gesamten Wagen und dann kriegt er noch ein kleines Finish. Ich bin ja richtig happy, dass wir echt geiles Sonnenscheinwetter für dieses Video haben, denn jetzt, seht ihr es richtig, kommt der Lack doch wieder top zur Geltung. Sehen wir es hier überall, dass die Sonne sich dann ja, spiegelt, richtig förmlich. Also wirklich sehr geil. Also Sprühwachs hier von Rot-Weiß, absolut cool. Lässt sich sehen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ist doch mal eine schöne Abwechslung, vom Geruch her auch nicht verkehrt. Und halt der Vorteil, ich bin auch so ein bisschen bei den Fenstergummis, da kommt man tendenziell natürlich immer so ein bisschen dran, muss man aufpassen. Aber bei dem Zeug hier, bei dem Sprühwachs nicht, das macht nämlich keine weißen Flecken, wie wir gelesen haben. Ja, und so kann sich der Wagen doch wieder sehen lassen. Das sieht doch soweit echt cool aus. Also mir sagt das auf jeden Fall zu. Boah, die Raben stimmen zu. Ja, und in diesem Sinne, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Das Teil und das Dodo-Tuch habe ich jetzt im Kofferraum. Könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr Bock habt. Findet ihr verlinkt unterhalb des Videos. Jo, und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.